Tag 1. Hallo, mein Name ist Mike Reichenbach. Ich bin 50 Jahre alt, wohne hier in Köln, bin Schauspieler vom Beruf, getrennt lebend, zwei Kinder und sonst auch ganz gut drauf. Albert Einstein sucht einen neuen Assistenten. Drei Deutsche bewerben sich. Frage an den ersten. IQ? 200. Einstein nickt zustimmend. Da könnten wir zusammen philosophieren. Die gleiche Frage an den zweiten. IQ? 100. Einstein grübelt ein wenig. Da könnten wir zusammen ins Theater. Und schließlich die gleiche Frage an den dritten. IQ? 50. Einstein freudig lächelnd. How is the market? Wie stehen die Aktien? Was kommt raus, wenn man einen Westdeutschen mit einem Ostdeutschen kreuzt? Ein arroganter Arbeitsloser. Ein amerikanischer Journalist wird 1939 nach einem Deutschlandbesuch von seinen Kollegen in New York gefragt, wie die Deutschen denn so seien. Er zögert und antwortet dann bestimmt, die Deutschen sind intelligent, ehrlich und nationalsozialistisch. Aber niemals treffen alle drei Eigenschaften gleichzeitig zu. Sind sie intelligent und nationalsozialistisch, dann sind sie nicht ehrlich. Sind sie intelligent und ehrlich, dann sind sie nicht nationalsozialistisch. Und sind sie ehrlich und nationalsozialistisch, dann sind sie nicht intelligent. Russen und Amerikaner landen in einer Gemeinschaftsaktion auf dem Mars. Sagt der Ami beim ersten Spaziergang, Scheiße, die Deutschen waren schon da. Wieso? Na, sieh mal das Schild da. Amt für Marsangelegenheiten. Haha.